Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den 18. German Open Championship in der Liederhalle Stuttgart. Wir sind in der Beethovenhalle und stellen Ihnen die Finalisten im Standardturnier vor, das ja zugleich auch zum Grand Slam-Status erhoben wurde, also eine außerordentliche Aufwertung. Aus Litauen waren das zuerst die WM-Zweiten Arunas Bižokas und Edita Daniute, jetzt die Italiener Federico Di Torro und Jenny Favero. Seit 2 Jahren tanzen sie zusammen. Die deutschen Meister aus Hessen, die Geschwister Sascha und Natascha Karabay. Sie haben es natürlich ins Finale geschafft, seit diesem Jahr 3. der Europameisterschaften. Ein großer Erfolg für das Paar vom Frankfurter Kreis. Und das sind Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler für Deutschland. Erst seit 5 Monaten sind sie ein Paar. Von Marc Friedmann hat sich Claudia also getrennt und Benedetto hat mit 4 Partnerinnen schon einen gewaltigen Verschleiß gehabt. Und das sind Paolo Bosco und Silvia Piton mit der 305 aus Italien, die Dauerrivalen unserer deutschen Meister. Nach dem Wechsel von Guzzoli Betti ins Profilager die Nummer 2 in Italien, die aus einer Vielzahl von Top-Paaren auswählen können. Und das die Nummer 1 der Szene. Domenico Soale, Gioia Cerasoli, Europameister, aber Vize-Weltmeister, das wollen und werden sie nach dem Wechsel von Guzzoli Betti ins Profilager mit Sicherheit noch korrigieren. Und so wie wir es in den letzten Monaten gewohnt sind, die Neuheit im Tanzen. Im Finale nur noch 2 Paare auf dem Parkett. Da können Sie wunderbar zusehen. Da kommt Ihnen keiner ins Bild. Und bei diesem ersten Tanz, traditionell der langsame Walzer, haben wir gleich die 2 großen Konkurrenten gegeneinander. Bosco Piton auf der einen Seite und gleich nebenan die deutschen Meister Sascha und Natascha Karabay. Ein geschickter Schachzug, dass beide in diesem Tanz sind. Denn die Schwächen der Italiener liegen im langsamen Walzer und der ist ihre Stärke. Ein wunderbarer Vergleich der beiden Dauerrivalen, ich sagte es, die großen raumgreifenden Schritte der deutschen Meister Sascha und Natascha Karabay. Und genau da tun sich die Italiener schwerer. Aber da wird man dann auch später den Unterschied sehen, wenn es zum Beispiel in den Quickstep geht, bei diesen kleinen quirligen Schritten. Da haben natürlich dann die Italiener die großen Vorteile. Zweite Gruppe, und da haben wir gleich unser neues deutsches Paar, Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler. Großes Potenzial, das werden Sie sicherlich jetzt gleich sehen. Sie gemeinsam auf dem Parkett mit Gioia Cerasoli und Domenico Soale, den Europameister. Schon mal ein großer Erfolg für Ferrugia und Köhler, dass sie dieses Finale der 18. German Open hier in Stuttgart erreicht haben. Und im direkten Vergleich mit den Italienern haben sie natürlich noch keine Chance. Aber dennoch muss man sagen, enorm, wie toll sie schon tanzen können zusammen nach diesen kurzen 5 Monaten. Und auf der anderen Seite natürlich die Italiener in Perfektion beim langsamen Walzer. Nicht unbedingt ihr Lieblingstanz, aber sie können alle Tänze gut.
Ihr bester Tanz allerdings der Quickstep. Hier das Resultat nach dem langsamen Walzer. Keine Überraschung. Die Italiener vor den Litauen, die deutschen Meister auf 3, Bosco Piton auf 4 und Claudia und Benedetto momentan 5. Also nur vorletzt im Finale. Das ist gut so. Der Tango, der zweite Tanz. Und da in dieser Gruppe haben wir Arunas Bisokas und Edita Daniute, die Litauer, rechts im Bild und links Bosco Piton, die Italiener. Die litauischen Meister, zweite der Europameisterschaft. Wir haben ja Bosco Piton schon im langsamen Walzer gesehen. Nicht ganz so gut diese, aber dafür im Tango ihre große Stärke. Keine Frage, Arunas Bisokas und Edita Daniute hier in der Zeitlupe haben eine hervorragende Technik. Was mir ein bisschen fehlt bei den beiden ist insgesamt das Charisma. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis sie die jungen Paare eingeholt haben, wie Bosco Piton oder vielleicht auch Sascha und Natascha Karabay. Hier haben wir das deutsche Double auf dem Parkett beim Tango. Claudia Köhler und Benedetto Ferruggia gemeinsam mit den Geschwistern Karabay, also unsere zwei besten Standardtänzer. Der Tango, der zweite Tanz bei den Standardtänzern vor 1500 Zuschauern in der Beethovenhalle. Und der direkte Vergleich der zwei Deutschen, auch da wieder klare Vorteile. Natürlich von Sascha und Natascha Karabay. Aber dafür war die Zeit zu gering für Köhler und Ferruggia. Aber das wird noch kommen. Das wird die große Konkurrenz von den Karabays werden in den nächsten Jahren, die so gerne noch weiter nach vorne möchten. Nicht an diesem Abend im Vergleich der Litauer. Das zeigt auch das Ergebnis nach dem Tango. Weiter Soale Cerasoli vor Bisokas Daniute. Hier sogar Bosco Piton im Tango vor den Karabays. Und Ferruggia und Köhler halten sich tapfer auf Rang 5. Der dritte Tanz. Und da der genaue Blick auf die Italiener Bosco Piton mit der 305. Denn zwischen Karabays und ihm steht es jetzt 1:1. Ganz italienisch auf dem Parkett, dazu noch die 82, das ist Di Toro und Favero, ebenfalls aus Italien.
Der Wiener Walzer von Bosco Piton, die Dame in Gelb, die Herren natürlich immer in Schwarz gekleidet. Und da haben wir dann gleich den direkten Vergleich zu den deutschen Meistern. Ich sagte es, 1:1 nach den Tänzen steht es. Und im Wiener Walzer haben die Italiener ihre Schwächen und unsere deutschen Meister ihre Stärken. Und sie sind gemeinsam auf dem Parkett mit Domenico Soale und Gioia Ceresoli, die sie hier als erste Imperfektion beim Wiener Walzer im Bild haben. Unglaublich, diese Leichtigkeit der Italiener, wie sie über dieses Parkett schweben und den Takt ganz genau halten können. Bei diesem neuen Modus kann man ja wunderbar auch direkt miteinander vergleichen. Und auch da muss man sagen, haben Sascha und Natascha Karabay momentan keine Möglichkeiten, um an Soale Ceresoli heranzukommen. Auch wenn sie hier im Gleichschritt drehen, dennoch an die Italiener ist kein Rankommen möglich. Aber an die Nummer 2 in Italien, Bosco Piton, der Walzer von den Deutschen, war deutlich besser. Und deshalb hier auch wieder der dritte Platz für die deutschen Meister. Bosco Piton im Wiener Walzer sogar nur auf Rang 5 und Ferruccio Köhler jetzt nach diesem dritten Tanz Sechster. Schneller Wechsel, Slow Fox und wir sind wieder bei den Karabays, die in Bad Homburg zu Hause sind, im Taunus. Eltern haben eine Tanzschule dort, auch dort wird ab und zu mal trainiert, aber sie sind ja im Training weltweit eigentlich unterwegs. Said Miss Jones, you're the one who understands. I'm a man who must be free. And oh, at once I lost my breath. And oh, at once was scared to death. And oh, at once I know the earth and sky. And we keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Sascha und Natascha Karabay beim Slow Fox. Sie waren nicht ganz so gut drauf an diesem Abend, denn sie haben das Potenzial, um an die Litauer Bijoka Staniute heranzukommen. Aber nicht an diesem Abend bei den German Open Championships. 256 Paare waren an den Start gegangen. Und diese sechs sind übrig geblieben, unter diesen zum ersten Mal auch Benedetto Ferruccia und Claudia Köhler. Sie gemeinsam auf dem Parkett bei diesem Slow Fox mit Paar Nummer 305 und das sind Bosco Piton. Out of it, he knows New York. If I can't
it's up to you, New York, New York. Slow Fox, Gruppe 2, Bosco Bitton in Gelb und ganz in Weiß Claudia Köhler, die sich nach diesen 5 Monaten wirklich toll eingetanzt haben. Und die Italiener zittern ein bisschen. 2:1 steht es für die Carabais. Wie geht's nach dem Slow Fox aus? Aber noch ein Wort zu den beiden Deutschen. Jetzt schon unter den Top 5, Top 6 bei den German Open Championship. Wenn jetzt noch die Feinabstimmung in den nächsten Monaten kommt, da ist viel drin für die beiden. Ganz klar, vorne 1 und 2, die Plätze sind vergeben. Die Carabais wieder vor Bosco Bitton und damit wird der Sieg an diesem Abend an die deutschen Meister gehen. Wir kommen damit zum letzten Tanz im Finale. Traditionell der Quickstep. Und hier haben wir Sascha, Natascha und dazu auch die Litauer Bijoka Staniuti, die sie so gerne einmal erreichen. Ist ja schon verwunderlich, jetzt sind nur noch 2 Paare auf dem Parkett und trotzdem kommen sie sich noch in den Weg. Aber eins muss man sagen, die tänzerischen Qualitäten der Tänzer auf dem Parkett sind deutlich besser als die Gesangsqualitäten der Band an diesem Abend. Ein bisschen off-tune, aber das wird die Tänzer am Ende wenig gestört haben. Sie haben den Quickstep von Sascha und Natascha Carabai und den Litauern gesehen. Und jetzt genießen sie das Beste des Besten, was Quickstep betrifft. This old house is some comfort and a fullness of life. This old house once rang with laughter. This old house with many shouts. Now a trail would see in the darkness when the lightning rolls about. Haben wir die beiden im Gleichschritt, Domenico Soale und Gioia Cerasoli und Bosco Bitton, und schauen sich an, wie querlich leicht die über das Parkett fliegen. Im direkten Vergleich auch wieder die Gruppe zuvor, auch wenn sie sich hier in den Weg kommen mit Sascha, Natascha Carabai und den Litauern. Also viel leichter und flüssiger. Und jetzt schauen Sie an, was der Europameister mit seinen Konkurrenten macht. But he feels no fear of pain, 'cause he sees an ancient people through a broken window pane. You gotta leave this house no longer, leave this house no more. Hey, got time to fix the shingle, got time to fix the floor, and time to hold the kitchen. Also vom Feinsten, was wir hier von den 6 Standardtänzern gesehen haben, allen voran Sie natürlich, Gioia Cerasoli und Domenico Soale, der nicht aufhören möchte zu tanzen. Standing Ovation in der Liederhalle in Stuttgart bei diesem 18. German Open Championship. Für dieses Paar allen voran, das den Sieg klar nach Hause nimmt mit ihren quirligen Hopschritten. Charakteristisch für den Quickstep, aber auch Bosco Bitton, die sich in diesem Quickstep hervorragend verkauft haben. Hier das Endresultat. Soale Cerasoli vor Bijoka Staniuti. Sascha und Natascha bekommen quasi die Bronzemedaille vor Bosco Bitton und werden natürlich mit ihrem Abschneiden glücklich sein, obwohl heute vielleicht auch am Ende ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Die deutschen Meister im Gespräch. Momentan ist es sehr optimal. Wir haben unseren dritten Platz gefestigt praktisch. Wir waren jetzt im Blackpool Dritter, auf der Europameisterschaft Dritter und es ist natürlich sehr schön für uns. Und klar, Ziel ist auf Dauer nach oben zu kommen, aber wir sind sehr zufrieden momentan. Wir haben sehr, sehr intensiv gearbeitet in Bereichen, die wir vorher noch nicht so angetastet haben. Wir haben viel am Ausdruck gearbeitet, viel an der Musikalität gearbeitet und auch sehr viel
an der Technik, an Fußarbeit, um einfach in den Bereichen, wo die anderen Paare, die wir noch vor uns sind, stark sind, um da einfach aufzuholen und auszugleichen, ein bisschen den Abstand. Und ich denke, es ist uns heute ganz gut gelungen. Und natürlich wollen wir noch einen Satz von Claudia Köhler und Benedetto Ferrugia hören, obwohl sie momentan eher sprechen kann, zumindest Deutsch, als er Benedetto. Ich glaube nicht, dass man bei uns sieht, dass wir erst 5 Monate miteinander tanzen. Insofern, es kann sehr schnell gehen, wenn man zueinander passt und wenn das gleiche Verständnis fürs Tanzen da ist. Und natürlich kommen die Trainer hinzu, die ganz, 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 ganz wichtig sind, indem sie ihre Arbeit machen. Bedeutet das nach dieser kurzen Zeit, ihr harmoniert ja nun wirklich auf dem Parkett schon sehr, dass es damit auch unglaubliche Chancen nach oben noch gibt für euch? Ich glaube ja. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind der festen Überzeugung und ich glaube, das hat man am Publikum gemerkt. Und wir sind mitten im Lateinfinale, stellen Ihnen die Paare vor, Start Nummer 3, auch gleich die Ausnahmetänzer aus Deutschland, Franco Formica, Oksana Nikiforova, zweimal Weltmeister, zweimal Europameister und hier bei der GOC auf dem Weg zum 5. Sieg. Aus Ungarn sind das Maurizio Vescovo und Melinda Törek-Györgyc, natürlich ungarische Meister, 6. beim letzten Grand-Slam-Finale in Monaco, also ganz klar ein Paar aus der Weltspitze. Es folgen die amerikanischen Meister und heißen Eugene Katsevman und Maria Manosova, leben in New York, kommen aber ursprünglich aus der Ukraine. 4. beim diesjährigen Blackpool Dance Festival. Das ist ja das Mekka des Tanzsports. Auch wenn die GOC das größte Turnier der Welt ist, die Tradition und der Mythos Blackpool ist schwer einzuholen. Aus Russland mit der 294 Denis Kuznetsov und Maria Chaptashvili. Russische Meister, 8. beim ersten Grand Slam des Jahres, am 7. August war das in Singapur. Aus Litauen kommen Andrius Kandelis und Egli Visukaite. In Litauen die Nummer 1, das sind alles Nummer 1 Paare mit der 300. International tun sich noch ein bisschen schwer, in Blackpool zum Beispiel unter den besten 16. Und mit der 334 Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova aus Dänemark, ein absolutes Spitzenpaar. In Singapur beim ersten Grand Slam, 2. hinter Franco und Oksana, 3. in Blackpool hinter Ricardo Cocchi und Joanne Wilkinson, die übrigens als einzige aus der Weltspitze hier fehlen. Keiner weiß so richtig warum, aber seit Mitte Juli haben die Italiener keinen Wettkampf mehr bestritten. Und alle Paare freuen sich natürlich auf den Höhepunkt des Jahres, 9. Oktober, die Weltmeisterschaft in Leipzig, in Deutschland, Höhepunkt für die Lateinamerikaner. Die letzte Weltmeisterschaft von Franco Formica und Oksana Nikiforova. Aber wir konzentrieren uns auf den ersten Tanz. Samba mit den Amerikanern und den Ungarn. Hier sind sie, 70, Vescovo Törek-Györgyc. Paare aus 48 Nationen haben sich hier in 28 Wettbewerben gemessen. Das sollte Ihnen ein Gefühl geben, wie groß diese German Open Championship ist. Also Stuttgart kann stolz sein, diesen Wettkampf jetzt zu haben. In der Liederhalle soll ja im nächsten Jahr wieder stattfinden. Die Organisation hat ziemlich gut geklappt, aber an 17 Jahre Mannern kommt man noch nicht dran. Das haben auch Franco Formica und Oksana Nikiforova gesagt, die hier auf einem anderen Stern tanzen. Die letzten Monate, das ist auch für ihn und für sie die letzte Motivation, nochmal alles, und zwar das Beste zu zeigen bei den Turnieren im Amateurlager.
Und hier kommen wieder Franco und Oksana, sie mit neuer Haarfarbe, ganz golden. Was soll das bedeuten? Die dritte Goldmedaille für die Weltmeisterschaften am 9. Oktober in Leipzig vielleicht. Danach wollen sie ja noch das Grand Slam Finale, zugleich die ARD Masters Gala Ende November in Essen tanzen. Und dann geht's ab Anfang des nächsten Jahres ins Profilager. Franco Formica, Oksana Nikiforova gemeinsam mit Denis Kuznetsov und Maria Chaptashvili. Das war die Samba der Spitzenpaar. Keine Frage, gewinnen Sie die Samba mit allen Einsen, Franco und Oksana, vor den Dänen. Die Amerikaner auf 3, die Ungarn auf 4, dahinter Russland und Litauen. Also keine Überraschung bei den Lateinamerikanern. Zweiter Tanz und wir schauen in die hübschen Augen von Viktoria Franova. Cha-Cha-Cha ist angesagt und sie sind mit den Ungarn Beskova Töricer auf dem Parkett. From the midday sun, I hear you whisper, and the room melts everyone. But you stay so cool. La Morakita, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. You step in my groove, and if you say feels like. Links im Bild Ungarn, die Dame in Rot und im grünen Kleid. Viktoria Franova vertritt also Dänemark, die auch betreut werden vom deutschen Bundestrainer Oliver Wessel-Terhorn. Schade, dass wir hier den Vergleich missen müssen zu den Italienern Riccardo Cocchi und Joanne Wilkinson. Das ist immer ein toller Zweikampf zwischen den Dänen und den Italienern. Aber hier sind sie, die 334, Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova, unumstritten. Und wir machen gleich eine Gruppe weiter und sind bei der zweiten Cha-Cha-Runde mit Franco Formica und Oksana Nikiforova und Kandelis Vizhukaite aus Litauen. Und Oksana, wirklich, sie tanzen von einem anderen Stern. Und ich glaube, die Paare in der Amateurszene werden froh sein, wenn sie dann endlich im Profilager sind. Franco hat sich so ein bisschen beschwert, dass ihm die Musik an dem Abend nicht gut gefallen hat. Hat auch gesagt, die Pausen waren nicht so geschickt eingeteilt an dem Abend. Ist ein langer Tag für die Tänzer, denn es sind ja viele Paare am Start, weit über 200. Nach Blackpool, das sie ja souverän gewannen, haben sie Urlaub gemacht, waren in der Türkei und jetzt beginnt wieder der harte Teil der Saison. Aber unumstritten der Sieg im Cha-Cha, alle Einsen für die Deutschen, aber es hat sich was getan an der Spitze. Die Amerikaner jetzt vor den Dänen, dahinter bleiben Ungarn, Russland und Litauen. Also ein Zweikampf entwickelt sich da zwischen Katsevmann und Manusova sowie Kongsdal Franova. Hier auf dem Parkett bei der gefühlvollen Rumba Franco und Oksana und die eben angesprochenen Amerikaner.
since time began. I may sail on many seas, the shores will always be home to me. Oh, island in the sun, will to me like a father's hand. All my days I will sing and praise of your forest waters, your shining. Eugene Katzefmann und Maria Manosova, und im Hintergrund sehen Sie den Wertungsrichter hinten im Eck. Ralf Müller ist das, ehemaliger Weltmeister, der hier als Wertungsrichter arbeitet und natürlich vom Fach ist und genau weiß, wie er zu werten hat. Bei denen ist es leicht, bei den Amerikanern im Vergleich zu den Dänen doch etwas schwieriger. Rumba, der Tanz, der mit viel Gefühl und mit viel Erotik verbunden ist. Die erste Gruppe war das. Und damit kommen wir zur zweiten Gruppe, Rumba. Und dort sind die Dänen dann zu sehen, Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova und die Russen Kuznetsov, Chaptashvili. Der Blick in die verführerischen Augen von Oksana Nikiforova, dahinter Franco, die in den letzten Monaten viel an der Paarharmonie gearbeitet haben, am Tanzen, Mann und Frau zusammen. Auch diese Spitzenpaare müssen täglich mehrere Stunden immer wieder feilen, dass sie in dieser Topform bleiben. Und gerade wenn es zu den Profis geht, ist ja dann noch mehr Charakter gefragt in den Tänzen. Jetzt aber zur zweiten Gruppe, Rumba. Dänemark und Russland. When the night has come and the land is stirred, and the moon is the only light I see. I don't want to be afraid. No, I don't want to be afraid. Just as long as you stand by me. Gerade bei den Lateinamerikanern muss man darauf achten, dass man die richtige Mischung aus Show und auch aus Tanzen dann genau trifft. Bei den Russen haben wir gesehen, der lange Spagat im Stehen sieht natürlich spektakulär aus, aber soll nicht zu lange sein, damit man dann auch etwas vom Tanzen und vom Rhythmus sehen und fühlen kann. Als Zuschauer fühlt man ja damit, wenn man diesen Tänzern zusieht. Und die Dänen, die wir eben noch in Zeitlupe sahen, bekommen jetzt wieder in der Rumba und das zu Recht den zweiten Platz vor den Amerikanern zugesprochen. Über Franco und Oksana müssen wir da gar nicht mehr sprechen. Der Sieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Der fünfte bei den German Open Championship, und damit wird es spanisch mit dem Paso Doble auf dem Parkett. Die Amerikaner und die Litauer hier mit der 137 zuerst mal. Katzefmann, Manosova. Irgendwie ist sie komisch, die Rollenverteilung beim Paso Doble. Bei den Tänzern zumindest. Er der Torero, sie
das Kappa, das Tuch und ich frage mich immer, wo bleibt denn da der Stier? Ja, den stellen sich die Tänzer, wie hier bei den Amerikanern zu sehen, vor. Imaginär ist der um sie herum und da schwingt er das Tuch dann um den Stier. So soll das charakterisiert werden, auch bei der zweiten Gruppe mit Franco und Oksana und den Dänen. Also für die Zuschauer in der Halle und natürlich auch für Sie zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, ist diese neue Tanzart, zwei Paare im Finale, ein großer Vorteil, da kann man einfach mehr genießen. Hier zum Beispiel Franco Formica und Oksana Nikiforova, er mit dem großen Sprung. Und ich habe vorher die Motivation angesprochen und er sagte darauf, das Ende ist in Sicht, jedes Turnier ist für uns ein Abschiedsturnier und deswegen können wir noch einmal das Letzte aus uns herausholen. Die letzte Gruppe jetzt beim Paso Doble hier mit den Ungarn Veskovo Török György und den Russen Kuznetsov Chaptashvili. Und man merkt schon im Verlauf des gesamten Turniers bei den Standardtänzern, Amateure und auch hier bei den Lateinamerikanern, dass sie das Turnier noch wichtiger nehmen als in den Jahren zuvor. Wir haben es mehrfach gesagt, es wurde aufgewertet zu einem der Grand Slam Turniere und 5 Stationen gibt es. Das nächste übrigens schon sehr bald in Miami und dann endet das ganze Jahr bei der ARD Masters Gala mit dem Grand Slam Finale in Verbindung Ende November. Und das ist den Paaren natürlich enorm wichtig, hier die Punkte und die Platzierung zu sammeln, um in dieses Finale zu kommen. Letztes Jahr das Finale in Monaco, dieses Jahr in der Krugerhalle in Essen. Was für ein Unterschied. Veskovo Török György hier im Paso ganz vorne. Und auf Platz 2 am Ende doch noch die Dänen Kongstad Franova vor den Amerikanern, Ungarn, Russland und Litauen. Mit viel Stolz hält Franco Formica die Trophäe der German Open Championship zum 5. Mal empor. Jedes Turnier, was wir bis jetzt getanzt haben, wissen wir ganz genau, es war uns, wird auf alle Fälle das letzte Turnier sein. Bei Amateuren, ob es jetzt eine Masters-Gala ist oder ob das jetzt eine deutsche Meisterschaft ist, das eine Europameisterschaft ist oder Blackpool oder jetzt auch hier die German Open. Und das gibt uns eigentlich ziemlich viel Kraft, weil wir genau, weil wir als den Begriff Champion auch gerecht werden wollen. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass man auch eine gute Leistung bringt und dass man auch, ja, dass die Leute auch einen Verein irgendwie nicht vergessen. Viel Glück den beiden bei den nächsten Wettkämpfen, natürlich auch bei der letzten Weltmeisterschaft am 9. Oktober. Wir werden es verfolgen. Gratulation von unserer Seite auch an die Veranstalter, an Harry Körner und sein Team, die diese German Open Championship in 6 Monaten auf die Beine gestellt haben und zu einem Erfolg gemacht haben. Und ich bin mir sicher, das wird auch in Stuttgart zur Tradition werden. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal.